Ja. Da sind wir wieder. Das ist halt gerade so durch den Kopf gegangen. Weil wenn ich mir überlege, wenn du Trainer spielst, nee, darfst du dann theoretisch... Ich muss würfeln. Wo ist denn der Würfel? Ach da. Ja. Du musst als Trainer alle töten. Trainer du ist musst als Trainer alle töten. Als Trainer alle? Da muss es dann ja... Lol. Ist ja egal, es geht und ja nur um den ersten. Da muss es ja dann eigentlich fast egal sein. Du musst, denke ich, als erstes Team Rocket sogar besiegen. Weil wenn ich mir so überlege... Alter, ich bin immer als letztes dran. Weil wenn ich mir so überlege... Ah ja, Storm. Hä, hey, das war ich gar nicht. Danny, zieh doch mal schneller. Aber ja, ist der Weg, das ist wohl richtig. Nee, doch, auf jeden Fall muss es so sein. Ups. Auf. Ich hab's tatsächlich... Wir müssen noch einmal kurz neu die Rollen verteilen. Ich hab Dannys gesehen. Ach, Danny. Elite wieder. Ich war übrigens Trainer. Und ich war schon zum dritten Mal Team Elite. Rocket. Ich war jetzt zum dritten Mal Elite. Also Leute, machen wir's fix. Der Einzelne spielt, muss als erstes mit Team Rocket ausschalten. Also sprich, mal abgesehen von den Elite-Members und muss ganz zum Schluss dann den... Ich bin jetzt das. Dings... Ash. Muss dann praktisch gesehen den ja, töten. Den. Wo ist Tetik? Verdammt, ich hatte so einen Plan. Blöd. Ah, wo? So kann man das Feld drin. Nicht schon wieder. Wie leck gerade. So, ich darf ziehen, ne? Nee, Sascha, oder nicht? Stimmt, fängt nicht immer der Champion an? Doch, hat er recht. Beim Ziehen schon. Okay, dann brauche ich 5K. Erstmal gucken. Ich krieg 9 Erstmal Pokémon. Leben. Hallo, erstmal Pokémon. Achso, ja, Pokémon. Ja, sorry, ist doch gut. Wo jetzt könnte halt sein, dass du ein Pokémon mit 3 Leben erwischst, dann kriegst du nur 4 Karten. Ja, ich lass ja offen. Nee, ich krieg denselben Scheiß wie letztes Mal. Ja, aber gemischt haben wir gerade, ja? Gemischt? Ja, gemischt haben wir. Okay. Unlucky. Huch, nicht runterfallen. Yo, Mewtwo. Oh, warum wollen die nicht raus? Okay. Alter, wie die Stapel nicht reingehen. Greninja, okay. Alles klar, ja, und ich hab das Fuckviech mit 3 Leben, ey. Das ist bestimmt mega stark. Ja, den finde ich ganz cool. Let's battle. Mann, Scheiße, ey. Was kann denn deine? Okay, so schlecht ist es nicht. Wow. Naja, geil ist es aber auch nicht. Für meine Rolle zumindest. Ja, warte, aber du kannst, wenn du Let's Battle hast, brauchst du nur einen, um zu gewinnen. Ja, wow. Ja, dann musst du die halt ziehen. Fast doch, ich habe bis jetzt einmal Let's Battle im gesamten Spiel gespielt. So, du hast schon gezogen? Gut. So, Sascha fängt 1, 2, 3, an, oder 4. Was? 4. Warum fange ich an? Der jetzt habe ich mir 5 gezogen. Moment, ich habe mir 5 gezogen. Ich weiß nicht, ob ich auch als Dings beginne, so komplett mit erster Runde. Ja doch, da, die geht auch gleich bei dir. Mathis? Okay. Jo. So, 1, 2, 3. Noch eine. Nein, er hat ja, er hat die Lappenkarte. Er hat die Lappenkarte. Ich hab halt echt die Arschkarte. Ja, meine ist auch nicht geil, bis auf dass ich einen Lebenspunkt mehr habe. So? Ja, das ist schon wichtig manchmal. Dann fange ich mal an. Okay, Aesthetic. Ich würde sagen, so wie die ersten Runde, ha? Okay. Jetzt Aesthetic, denk dran, in Love Forever. Ich mach grad ein Herz. Mit meinen Händen. Was? Ein krüppeliges Herz. Ach so. Das ist der Aesthetic gemacht. Das, was du gezeichnet hast. So Aesthetic Sense. Ich bin nämlich orange. Ja. In Herz vor Eva. In Liebe für immer hab ich geschrieben. Ja. Eva hat mich hingepasst, musste Eva abkürzen. Ja. Achso. Komm. Dachte schon, wer ist Eva? Eigenverantwortliches Arbeiten. What? Was ist da gerade? Ich hab nichts gemacht und einer hat mir irgendwie ein Ding weggeschmissen. Dein Leben wurde mit dem Würfel weggeballert. So ja nicht. Sniped. Ja, das war eine Spezialfähigkeit aus Sniper-Shot. Sniper-Lead. Was ist mal Static? Hm? Ja, er macht so. Du machst gerade einen großen Fehler, sag ich dir. Ach, schon wieder? Time, Alter. Ach, Sascha! Ich hab noch eine Attack-Card über Sascha, kannst du die blocken? Nein. Du kannst sie eh nicht angreifen. Nein. Das wäre aber lustig. Warum Earthquake? Warum nicht? Und, Moment, das davor, das mit Dingens, das galt auch noch mit Team Flair? Ja, Team Flair, ja. Team Flair und dann Earthquake. Ja, dann musst du das Flair-Ding. Okay. Warte.
Ich bin noch dran, ne? Ja. Du kannst halt Benny oder Bebo angreifen. Ja, ich muss die Attack-Karte ausspielen. Oder kann ich sie auch einfach weglegen? Dann greif ich an. Du musst sie ausspielen. Dann greife ich auf jeden... Benny hat nämlich nur noch 2 Leben. Ah, oh, das tut mir leid. Mit Spaß. Gut. Ich hatte zwar eigentlich noch Protect, aber okay. Der Champion wird einfach alles auf 0 Leben. Alles zerstören. Ja, das war eine sehr aggressive Herangehensweise. Bist du fertig? Ja, klar. Bin gespannt, ob ich meinen Zug noch erlebe. Also als Team Rocket würde ich dich jetzt ausschalten, Sascha, direkt. Das weiß ja nicht, ob der so ein Team Rocket ist oder Team Elite. Ja, aber jetzt ganz, wenn Team Rocket ihn jetzt angreift, ist er direkt, ne? Warum zieh ich nie so eine Scheiße? Wenn du als Team Rocket den angreifst, kannst du auch vielleicht deinen Kumpel töten. Das ist richtig. Oder du bist halt Elite Form und jeder weiß, dass du Team Rocket bist. Es ist und bleibt ein Rätsel. So, aber du verstehst als erstes. Wahrscheinlichkeit ist hoch, ne? Ja, Bebo, willst du mich töten? Nee. Bebo oder nicht? Bebo ist einer von den Guten. Ja. Sicherlich. Bin so gut wie also auch schlecht. Nee. Ich muss aber noch eine Karte abwerfen. Hey, du hast 2 Add-on-Karten, voll gut. So voll die geile Hand gehabt. Ich kann mal Health restoren. Mit Glück. Mit Glück kann ich noch Health restoren. So, ich muss jetzt halt irgendjemanden jawnen. John. Ihr müsst Static Defense. Weil ich nämlich noch eine Let's Battle und eine Attack-Karte habe. Bei dem Mathe. Aber das würde ja. Als Elite 4-Männer würde ihm das ja freuen. Oder ich Storm. Weiß. Oder Danny. Also entweder Storm oder Nemesis, weil die haben beide noch 3 Leben. Den macht das nicht ganz so viel aus. Ja, dann entscheide dich. Random. Nimm irgendwen. Na, komm. Ja, geil. Warte, seh zum 4. Mal wieder. Du jetzt erstmal gleich. Ich bin dann jetzt erstmal fertig. Es sei denn, ich krieg halt noch ein Herzchen. Leben dazu. Yeah, kein Herzchen. Nein, krieg ich nicht. Ah, oh, die Rüstung wäre schön gewesen. Man kriegt's. Nein, erst eine, erst eine. Moment, ja, genau. So. Und umdrehen. Oh, wow. Next time. Yawn, yawn. Aber ich darf jetzt noch 2 Karten ziehen, oder? Nein, du setzt ja aus. Alter. War das nicht ein Herzkart? Ich hol mir erstmal was zu essen. Nein. Guten Hunger. Jetzt lass Mathe schnell töten. Ritter weg, dass er sich nicht wehren kann. Das ist ja in das Sascha muss 4 Karten spielen. Ich hole mir erstmal mein verlorenes Leben wieder. Das war lucky. Das war jetzt sehr gut von mir. Das war lucky. Ey, das sieht geil aus. Das mache ich jetzt auch. Wow. Dann spiele ich. Ah, ich würde auch gerne mitspielen, Bebo, aber es geht nicht bei mir. Oh, Pokémon. Nee, nur super. Ich bin der Zweite, der mir Sachen aussuchen darf. Na, muss. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt, mir ist egal. Ja, ist klar. Ja, schön, dass das ganze Ding war. Ja, das war einer zu viel. Dazu nehme ich mir dann. Warte, ist das hier Hirachi? Ja, dann nehme ich mir natürlich Hirachi. Ah, lol. Lass das doch einfach ein. Egal. Was? Ja, er hat sich halt einfach mal die Assault West. Aesthetic hat sich nicht geäußert und er hat mir letzte Runde als meine. Ich habe aber auch gesagt, ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt. Ich und er hat als Elite vor mir in der letzten Runde auch meine Karte geklaut, die ich wollte. Ja, komm, was soll man sonst machen? Scheiß auf Protection, das brauche ich ja doch, nicht. Also Protect oder Protect? Ah, ich glaube, Protect. Tut mal den Mattes. Mattes kann ja auch. Ja, der ist auf Karte, dem gebe bleibt eh nur eine. So, dann. Sascha, bist du sicher? Die muss ja alle wieder loswerden. Ja, das ist schon in Ordnung. Hey, wie hast du dein Leben wieder zurückgekriegt? Ich habe eine Restore-Karte benutzt. Ah, okay. Also ich passe auf jeden Fall echt gut auf. Ja, ja. Habt ihr mich da jetzt gerade übersprungen oder was? Nein, nee, du hast eine Projection-Karte bekommen. Durch Poké-Center. Durch den Poké-Markt. Okay. Du warst halt als ja, letztes? Weiß, ja, als Sascha ist nämlich immer noch drin. Sascha ist halt ein bisschen langsam. Ja, okay. Ja, chillt mal. Aesthetic, bei wem willst du denn ein Leben weniger sehen? Allen. Das kann ich kann euch die Rolle gerade mal zeigen. Weil jetzt spielt er sich schon wieder als Elite Four Member auf. Aesthetic ist ja vorsichtig tatsächlich bei ihm. Ja, mach Storm weg. Warum nicht? Das wäre jetzt auch mein Weg gewesen. Gewinne ich immer, also du verlierst eine Leben. Nein, nur wenn du eine Karte, wenn du einen Attack spielst. You need one Attack Card zu winnen das Battle. Ja, und lest mal den nächsten Satz. Ne, Entschuldigung. Achso, ja, okay. Additionally, you always win the Let's Battle if you play it.
Hm. Also das ist mehr so ein Attack-Viech. Jo. Ja. Full Offense. Also soll ich... Wie, dann brauchst du ja doch keine Attack-Card, oder was? Wenn er so spielt, nicht. Ach so, und wenn er... Na, okay. Ach so, und er kann jetzt an. Halt so... Okay, ich verstehe. Schade. Lock, okay. Ja, ich, was soll ich mich auf ein Leben runterkloppen lassen? Er hat gerade gegen mich geshootet. Da, ich habe gesagt, er soll vorsichtig sein. Die Frage ist halt jetzt, wenn du drohst also dem Champion. Aber ich würde es bei jedem sagen. Ich weiß halt noch gar nicht, wer was ist. Ich sage bloß, er soll vorsichtig sein. Punkt. Abschließend spiele ich noch den Thief. Aber ich finde es halt auch immer. In Anführungszeichen doof, direkt am Anfang so ham zu gehen und einen direkt runter zu prügeln. Na ja, gut, aber es ist ein Spiel. Hallo? Also, halten, im ersten Zug auf einen HP runter. Weil du auch nur 3 hast. Ja, bin ich drin? Ja. Und vor allen Dingen, das ging von Aesthetic aus. Hi, das bin ich. Dem kannst du ja eigentlich egal sein, wer stirbt. Und ich befolge jetzt schon wieder die Befehle von Aesthetic. Du darfst nicht gucken, oder, welche drunter liegt? Doch, weil ich hab doch die Karte. Ja, aber trotzdem musst du einfach wissen, was du. Es ist der scheiß Friedhof, der ist öffentlich. Nee, ist nicht öffentlich. Natürlich ist der öffentlich. Quatsch. Außerdem ist gerade so rum. Ja, ich weiß, Entschuldigung. Aber ich glaube nicht, dass der öffentlich ist. Naja, das heißt, wenn die Weste hier brauchen, einen Schatz. Storm, willst du die nicht mir geben? Nein. Oha. Ehrlich, nein. Okay. Ich greife dich an, Sascha. Ja, siehste! Ich muss halt was tun. Ach so, ja. Und dann werfe ich eine Tech-Karte weg. Du bist Danny. Also, achso, ich muss erstmal ziehen, Danny. Ah, das wird so oder so kommen. Hier, ey, was ist denn los? Tut mir halt voll leid, ich muss halt irgendwas machen. Also, erstmal Potion. Wenn wir ein Leben. Noch einmal direkt auf diesen fucking Stab. Dann hole ich mir den Ballon. Slash. Hast du da eine Rakete gezeichnet? Ja. Okay. Und. Einen Moment. Knock off. Karte. Oh. Aesthetic. Tatsächlich hätte ich lieber das Band genommen von ihm. Ich wollte gerade sagen, okay, damit ist jetzt eigentlich eher ein bisschen proven. Findest du? Der weiß gar nicht, was du bist. Ja, aber. Er könnte genauso gut einen Team Rocket-Member jetzt beschützt haben. Stimmt eigentlich. Das siehst du. Oder den Trainer, ja. Bin immer zu blauäugig! Ja. Und Sascha schleppt sich jetzt schon wieder ein beim Champion. Was mach ich? Du schleppst dich jetzt schon wieder beim Champion ein. Weil ich hätte dir die Formeln. Ja, anscheinend. Ne, hast du letzte Runde auch nicht. Ja, wurde sofort getötet. Letzte Runde habe ich im Meistereffekt der Schauspielkunst losgelassen. Diesmal das ist richtig. Wirklich. Ja, aber nur weil Aesthetic hat halt gar nichts gesagt dagegen. Muss man mal dazu sagen. Er hat mir sehr an die Karten gespielt, muss ich zugeben. Ja, habe ich extra gemacht. Das kann ich überall benutzen. Ist schwierig. Ist eine gute Frage. Was machen wir denn mal? Das war's. Gut, dann bin ich. Perfekt, nochmal. Das Second Card, ne? Da bin ich wieder. Achso, warte mal, dann ist das hier die Second Card. Ja. Nee. Aber dann spiele ich es auch direkt. Bis wie viel Uhr geht dein Stream, Sascha? Ich habe ihn jetzt mal bis 22 Uhr angesetzt gehabt. Okay. Also noch 2,5 Stunden. Oh, klappt doch, kannst du direkt 24 Stunden machen. Das ist eigentlich voll unnötig, 2 Dinge davon zu spielen. Alles klar, er kann sich jetzt selbst angreifen, nachdem er das Spielfeld einmal... Ja, aber er muss doch eh Platz machen. Dann greife ich mich selbst an! Einmal komplett rot. Und dann block ich gleichzeitig. Suicide, ja. Reicht sogar. Tja. Dadurch, dass ich jetzt nicht einfach irgendwen random angreifen will, Mathis, hast du noch eine Blockkarte? Jo. Ach, jetzt sagt das wieder. Block bitte. Jetzt ist ja auch kein Team Rocket wahrscheinlich. Oder er ist es gerade wieder und hat gesehen, seine Taktik letztes Mal war scheiße. Dann bin ich fertig.
Ich habe auch ganz Zeit Storm geholfen und er hat mich ausgewählt, um mich zu töten. Nee, ich war mir halt nicht. Was heißt geholfen? Du hast nichts getan im Prinzip die ganze Zeit. Ja, ich habe nichts zu dir getan. Alle anderen haben dich schon ganz Zeit Dings. Ja, außer Sascha. Ja, ich habe alles an Zug aufgespart. Ja. Ey, angegriffen habe ich dich auch nie, ne? Storm. Ja, hättest du jetzt Static Bite angreifen sollen. Warum hast du ihn nicht sofort. Warum hast du ihn nicht getötet sofort? Das Ding ist, ich hätte halt gewonnen, wenn du tot gewesen wärst. Wenn der Champion tot ist, ist vorbei. Aber du hast halt nicht gezählt, wie viele Attack-Karten du hast. Das stimmt. Nee, so. Habe ich schon. 6 Karten, ne? Du hattest dummerweise eine Karte. Ja. So, fuck. Nice, Elektroball! Na toll, der bleibt wieder für mich. Nein! Lass den Elektroball hier, dann geht er nämlich nicht so schnell an Aesthetic ran. Ja. Ja, er hat direkt genommen, ey. Danny nimmt den erstmal. Sascha. Ja. Cool. Dom, nimm doch die Dings. Bebo hat schon recht, dann geht's halt nicht so schnell an Aesthetic rein. Ich meine, gut, halt man muss ja sich nicht ausspielen. Das ist richtig. Aber ich mein, ein bisschen Random Factor macht schon Spaß in dem Spiel. Ja. Alles klar. Ich nochmal 2 Karten. Das ist nicht sogar 3 bei Chirashi? Ah, ne, das ist. Ne, das ist. Wisch. Und wieder ziehen. Schon zweimal Earthquake oder sowas. Ne. Team Flare und Earthquake. Ja, schon witzig, wenn jetzt irgendwas ein Sterben zustande kommt. Ne, Team Flare kann ich ja ablehnen. Kann ich ja ablehnen, wenn ich. Wer hat was verloren? Demorius. Ich. Matthias, neben dir. Greifen. Matthias spielt mit dem Gedanken. Verliert er halt den Elite-Form-Member. Ich meine, mir ist es egal. Ich will mir eh einen das Kopf machen. Die, dann greif halt mich an. Was willst du machen? Achso, einen Kopf. Einen Kopf. Ja. Einen Kopf. Mich ruhig an. Ich meine, zu zweit kriegt er das auch hin. Ist kein Thema. Sicher. Oder Bong, je nachdem. Wobei, du kannst auch warten. Aesthetic kann mir ja noch den Megastein klauen. Dann kann er wenigstens jeden angreifen. Jetzt habe ich das doch gesagt. Scheiße. Ja, aber was, wenn die was jetzt überhaupt. Ja, ich weiß nicht. LOL! Okay. Richtiger Mongo-Move. Ja, gut. Schiss. Ja, es, das der könnte genauso gut verhindern, dass Team Rocket jeden angreifen kann. Eben. Bekomme ich alle deine Karten, wenn ich dich kill, oder was? Wenn er Team Rocket ist, ja. Wenn ich Team Rocket wäre. Ja, okay, ja. Wenn er Team Rocket ist. Das bringt das Setting ihn um, nur wegen Karten. Also wäre eine Überlegung gewesen, wenn das, aber jetzt, wenn das bei jedem wäre und nicht nur bei Team Rocket. Du musst vorsichtig sein. Wenn du einen Elite-Form-Member tötest, verlierst du alle deine Karten. Mhm. Richtig. Wäre jetzt nicht so geil, meine Karten. Ja, gut, ich meine, mir ist es egal. Wie gesagt, ich will mir eh einen Kopf machen. Was ist ein Kopf? Dauert ein bisschen. Shisha oder wahlweise Bong. Ah. Nee, Shisha, Bong rauche ich nicht. Okay. Bin kein elender Kiffer. Cannabis heilt. Ich bin doch nicht mit sowas vertraut, Storm. Ich sag's ja nur so. Ja, ich frage. Okay. Aesthetic, soll ich wem Schaden zufügen? Nicht wieder mir! Du könntest Bebo töten. Ich finde Danny ehrlich gesagt voll stark, wenn ich ehrlich bin, mit seinem Pokémon. Warum habe ich ihn schon aussetzen lassen, immerhin? Ich darf einfach nichts machen in diesem Spiel. Ja, ich meine. Ich darf kein Angreifen. Mattes. Ich kann kein Angreifen. Mattes. Mattes soll Schaden kriegen? Gut, kriegst auf jeden Fall Schaden. Ich gewinne immer. Durch meinen Special-Effekt. Der ist echt übel gut. Also wenn du wirklich dafür so muss man die Karte mal doch erstmal ziehen, ne? Ja. Du hast jetzt zweimal schon gezogen. Ja, aber auch gegen ihn gewinnt er sofort, wenn er eine Attack-Karte spielt. Ja. Bin ich drin? Ja. Aber das Ding ist, ich habe halt nie mehr als 3 Karten auf meiner Hand. Von daher, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Attack-Karte drauf habe, das gar nicht so hoch. Das stimmt nicht. Du kannst ja auch eine Wish-Karte holen und die alle ausspielen. Ja, aber wenn jemand anderes wenn du noch einen Choice-Spend hast, kannst du theoretisch durchgehend angreifen. Ja, aber das Ding ist ja, hier meint ja gerade, wenn ich mit dem Duell angegriffen werde, brauche ich nur eine Attack-Karte. Wenn ich angegriffen werde, habe ich immer nur 3 Karten auf der Hand. Will die da haben. Okay. Danny? Na, ich will den Danny schon wieder was. Danny, was bist du? Oh Mann. Das, was ich sein will. Ja, sag mal.
Alles klar. Oh, was, Scheiße. Was soll ich, ehrlich, was soll ich dir eigentlich sagen? Danny töten. Wenn ich was anderes sagen würde als Team Elite, würdest du mich umbringen. Also kann ich ja nur Team Elite. Ja, sagen. Aber mich interessiert, wie du das sagst. Ah, Team Elite. Eine werfe ich weg. Danny töten. Bist du Danny? Dorm hat mich gerade angegriffen. Ja, ich bin dran? Ja. Eine. Muss erstmal eine Karte ziehen wegen Dingenskirchen hier. Bei Herz darfst du weiter. Okay, darfst du nicht weitermachen. Danny hat richtig viel Spaß bei dem Spiel. Ah. Ich werde entweder getötet oder ich kann nichts machen. That's life. Aber das Spiel ist echt witzig. Ja. Wenn du was machen kannst, ja. Ja, selbst wenn du Danny, nichts machen kannst. Ich hab dir jetzt mal nichts getan, weder mit meinem Dieb und weder mit meinem Angriff diesmal. Aber du hast dir selbst auch gerade verkackt, Danny. Du hättest ihm ja sagen können, was du bist. Was erwartet man, gesagt zu bekommen? Soll ich sagen, ey, ich bin Team Rocket, kannst du mich umbringen? Ja. Vielleicht kauft er dir auch ab, dass du sagst, du bist Elite Four. Ich bin fertig. Er wollte mich doch schon immer generell umbringen. Der Set der Kelten sind alle klein. Meine Fresse. Bitte ein Elektro. Ich wollte gerade sagen, deine zweite Karte. Das ist ja dann in dem Fall die hier. Genau. Du kannst den Elektroball spielen. Noch bevor du stirbst. Ja, das jetzt nicht von mir. Nochmal sagt in den. Alter. Aber der kriegt ja sehr wahrscheinlich erstmal irgendein anderer aus. Shit. Ja, erstmal muss Bebo den Zug überleben mit ihm. Eigentlich wäre es jetzt gut, Bebo ist es gut, ihn nicht zu töten. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Schade, ich kann mich nicht selbst angreifen. Ja, von mir aus, dann heile ich mich halt nochmal. Ja, dann bin ich fertig. Okay. War ein guter Zug. Noch 6 Karten. Wieder kein Schimmer, wer was ist, ey. Nee. Sascha, ich weiß, was ich bin. Ja, gut. Weißt du auch, was ich bin? Also ganz ehrlich, ich kann es jetzt schon vermuten. Ich auch. Aber ich glaube, Storm ist ein Böser. Weil er dich angegriffen hat. Weil ich Danny jetzt mal in Ruhe lassen will. Und keine Range da. Das ist aber kein smarter Move. Danny könnte ja genauso gut Team Rocket sein, ne? Und dann wäre es natürlich gut, ihn rauszunehmen. Ja. Dann tut's mir leid, aber ich muss es machen. Was ist das? Attack. Was willst du mir im Ernst angreifen? Dann block ich. Sehr gut. Hast aber nicht vorher gefragt, ne? Ob er einen Block hat. Er macht's einfach. Das macht ja bloß Bebo. Ja, und noch eins discarden und ich bin fertig. Ja, weil ich halt einfach kind bin, ja? Egal, ob ich böse oder gut bin. Ja, aber das ist halt auch nicht keine gute Taktik. Oh. Hat er also schon wieder 3 Leben. Er will sich retten vor dem Elektroball. Gute Elektroball. Bin ich dran? Überleg gerade, ob ich noch jemanden angreife. Soll ich wen angreifen, Ästhetik? Danny vielleicht, aber ansonsten. Damit wir alle zwei. Aber du musst jemanden angreifen. Hätte ich jetzt nur gemacht, wenn du über hast. Dann lass ich diesen Zug. Du könntest Danny angreifen, hätten wir alle nur 2. Ja, das macht es halt lustig. Ja, ich bin ja, aber, ja. Aber Sascha könnte ich dann töten, wenn er nur noch ein Leben hat, ganz schnell. Jo, warum? Kann er mir mit seiner Pokémon-Fähigkeit nicht mehr auf den Sack gehen später. Potion. Mit meiner Fähigkeit kann ich dir nur einen Schaden im Zug machen. Ja. Und ich greife Danny. Nachdem wie viele. Ja, gut, stimmt. Du kannst nur einmal im Zug. Ich kann die Karte nur einmal im Zug spielen. Ah, ist nett von dir, Storm, aber das ist wahrscheinlich nur Getane, weil du eh der Böse bist. Nee, ich finde es witzig, wenn mehr Leute mit 2 Leben rumrennen, tatsächlich. Ja. Wegen Elektroball. Ich find ja diesen Random-Faktor echt gut. Ich bin fertig übrigens. Achso. Ich mag den Random-Faktor. Oh. Ich hab das jetzt nicht wegen dir getan, Aesthetic. So nur noch eine Karte, ne? Aber genauso gut hätte ich wieder Sascha angreifen können, aber das wäre halt unfair. Ja, das kannst du gerne mal sein lassen, ey. Nee, ich wollte es halt jetzt nochmal machen. Ich will ja nicht direkt jemanden raus. Ja, gut. So langsam merke ich, dass ich 10 Stunden streame, ey. Ich werde müde. Echt? Ja.
Ja, klappt in meiner Liste. Gut, könnte auch daran liegen, dass ich heute noch nicht viel gegessen habe. Soll ich dich angreifen? Aber... Hey, kannst du... Ja, okay. Ich hab fertig? Ich ja, fertig. Ich bin am überlegen, was für eine. Badro Formaggi. So. Sehr langweilig. Ich habe vor 2 Wochen auf Malex geheißene Hähnchendönerpizza bestellt. Oh Gott. Die gute war tatsächlich gar nicht so scheiße. Alter, ich krieg langsam. Oh Gott, ist das nervig. Wenn du nur ein scheiß Erdbeben, dass ich euch alle töten kann. Ja. Gefühlt schon. Oh, das Ding ist, die Wahrscheinlichkeit... Du darfst einmal deine Weste nutzen. Herz, sie kann schon. Locker. Heißt hier ist ein Stab. Ich hab kurz Kohlen draufgelegt und nochmal zu dem Thema Pizza. Die absolut beste Pizza, die man eigentlich essen kann, ist Schinken, Salami, Zwiebeln und Knoblauch. Ach was, nein, Salami, Schinken und Hackfleisch mit extra Käse. Okay. Meiner Meinung nach. Ein Mathis äußert sich gar nicht erst dazu. Nein. Du kannst nicht nochmal angreifen. Das war. Nee, sehr gut nee. Aufgepasst. Aber Mathis ist ein bisschen Veganer. Nee, weil ich also kein, weil ich die Fähigkeit ich habe. Ich bin kein Veganer. Was? Ich habe die Fähigkeit und das Band. Ja, das macht gar keinen Sinn mit dem Band, ehrlich gesagt. Aber er hat eine Reichweite. Er hat halt eine Range. Das heißt, er kann halt bis Februar angreifen. Ich überlege. Ich muss ja was wegwerfen. Eine Karte so, muss er noch wegpacken, ja. Ja, an sich brauche ich mich nie angreifen, dadurch, dass ich sehr wahrscheinlich sowieso bei dem Dings draufgehe. Ach, vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass man piekt, sie zu hoch. Fertig. Ich habe so ein Glück, pass auf. Nee, doch nicht. Karo. Okay. Also da, ja, genau. Kommt zu dir rüber. Das ist dieser random Faktor, Alter, das ist so krass. So, eins, die decke ich auf. Herz, was brauche ich? Eine dritte Karte. Dritte! Das ist so gut, der Effekt von Mewtwo. Nö. Das stimmt, ja. So. Also von mir aus kann jemand das Choice-Band nehmen. Ich hab das schon als Effekt, Special-Effekt. Nochmal so eine Frage. Wenn Electrodote, Electrode mich jetzt killt, ja. Ja, zieh weg. Zählt der Kill dann quasi für denjenigen, der das ausgespielt hat? Naja, ich glaube nicht. Nee, das ist random. Okay. Du kannst ja nichts dafür. Oder dein Team, wenn dein Teammate dich umbringt, so gesagt, kann er auch nichts dafür. Wollten wir das aber deshalb andeuten, dass er mit Bevo in einem Team ist? Vermutlich. Nein, ja, aber wäre nur lustig, ja. Wenn jetzt zum Beispiel Aesthetic Electrode ausspielen würde und mich halt killen würde. Nein. Zum Beispiel. Wäre also. Ich jetzt, keine Ahnung, wie heißt das noch gleich? Wer ist deiner Meinung nach Elite. Der zweite Elite-Vormember? Der zweite? Bevo spielt sich halt mal als erster auf. Schon wieder. Ich kann mich auch als zweiter aufspielen, dann ist wer der Erste. Wer ist der Erste? Ich. Nicht Danny auf jeden Fall. Danny ist Trainer, sag ich. Ich bin alles. Also einer von den anderen dreien. Sascha, hast du denn noch eine Attack-Karte? Ich hab eine Attack-Karte, ja. Aber wenn kannst du die spielst, wegwerfen? Kriegst du so oder so Schaden, das weißt du, ne? Ja, deswegen ja. Darum geht's ja. Ich muss ja irgendwas wegschmeißen. Nee. Ja, aber du kannst jetzt gar nichts mehr drauf kontern. Sascha, hast du... Nee, ich das ist mir klar, das, aber wenn ich zwei Let's Battle-Karten hab... Achso. Sascha war noch nie Team Rocket, oder? Spielen? Heute? Bitte? Du warst noch nicht Team Rocket heute, ne? Ich war in der ersten Runde Team Rocket. Ah doch, du warst Team Rocket, okay. Ja, wo er mich gekillt hat. Also warst du zweimal böse. Und spielst jetzt wieder genauso wie die letzten beiden Runden. Warum spiel ich denn genauso? Nee, der schlämmt sich halt wieder ein. Meiner Meinung nach spielst du genauso. Bevo spielt wie in seiner ersten Runde, das bedeutet, er hat doch ein Schema, je nachdem, was er ist. Ja, das kann er aber auch nutzen, weil wir das versuchen gerade zu lesen. Ja, natürlich, deswegen glaube ich auch nicht, dass er die deswegen würde ich da jetzt beim Bevo jetzt schon mal nicht drauf setzen. Warte, ich glaube, du bist dran. Okay. Ja. Bevo habe ich schon zu viel unterstellt, deswegen glaube ich, und sollte man da nicht. Ist das ein Peak? Nein, ein Karo. Ah, oh, schade. Ich meine, momentan ziehe ich eh nur Scheißkarten, von dem her. Ich aber auch. Selbst wenn ich böse wäre, könnte ich nicht viel machen. Die nimmt mir alle immer die ganzen schönen Karten weg. Okay, dann. Guck dir mein Feld an. Was mach ich denn? Okay. Ich hab keine schönen Karten. Stimmt. Hat der eine. Ich weiß, wie ich mich immer fühle, Storm. Ich weiß, aber du hast mir auch meine Weste genommen.
mein Herz raus. Oh, weil soll ich dich angreifen oder wie? Du hättest ja auch erst direkt den Ballon klauen können. Bist gleich nach der Runde erstmal essen und ja, Toilette. Ja, damit ich noch mehr Stress von Ästhetik bekomme oder wie? Der wollte mich doch schon letzte Runde schon angreifen. Das ist richtig. Er wollte dich angreifen lassen. Eigentlich wollte ich dich töten sogar. So, ich spiele einen Attack aus. Aber hat sich dann in der Mitte ist der Runde ist ja spekuliert geändert. Darauf, dass ich gleich durch die Electrode sterbe. Aber nicht mit mir, mein Junge. Ja, der Random-Faktor. Noch eine. Noch eine kann er mir aber nicht geben. Ja. So, und das war's. Vor allen Dingen dem schwächsten hier auf dem Platz den Jordan geben. Okay, den... dann spielen wir einmal ja, ist eine so Pick. Egal. Ist es nicht. Hopp. Ich überlebe zumindest den Zug, falls ich jetzt das sehe. Na, ich nicht. Und ich weiß. Alles klar. Oh, Sascha tötet uns jetzt alle. Oh, Sascha Yo. Tötet uns jetzt alle. Läuft. Nee, hier. Ja! Du wieder oben auf den Stapel drauf. Dann spielen wir nochmal Pokémark dazu. Nee! 1, 2, 3. Ich nehme wie immer das, was überbleibt. 6. So, dann gucken wir uns das doch erstmal an, bevor wir alle ziehen. Und dann nimmst du doch die Rashi. Was ist das hier? Bin ich. Ich sag, wir gucken uns das erstmal an, bevor wir ziehen, und er nimmt einfach. Was willst du denn, Ästhetik? Willst du irgendwas Bestimmtes davon haben? Ja, komm, gib mir den Earthquake. Magst du lieber nicht den plötzlich einschleimen? Nee. Das war so klar. Danny nimmt sich den Earthquake, alles klar. Dann wird das so oder so für mich einsetzen. Earthquake geht auf alle. Ja, ich weiß. Achso, ich muss nehmen, sorry. Ja, ich auch. Danny, es geht nicht darum, sein eigenes Storm Leben zu retten, sondern wenn du gut bist, mich zu retten. Schieben? Wie soll ich dich retten, wenn ich schon John? Tot bin? Ja, spielt ja keine Rolle. Ich krieg ja nicht deine Karten, also wäre das logischer, wenn ich das Ding hab. Wie mach ich weiter? Ja, aber du verlierst deine Karten. Ja, aber du hast es jetzt nur genommen, weil du Angst hast, dass ich dich töte. Komm. Und das ist, wenn du guter bist. Du anstatt nur nebenbei zu sitzen. Ja, aber es ist trotzdem nicht Sinn der Sache des Spiels. Doch. Nee. Ein Sinn des Spiels ist zu spielen. Du bist quasi ein Bodyguard, der sich vor die Kugel wirft für mich ständig. Also wenn du guter bist. Und nicht der wegrennt, wenn einer auf den König schießt. Du bist full life. Sehr schön. Ja, aber trotzdem eigentlich so. Wenn du Elite-Form-Member bist, dann schmeißt du dich immer vor den Champion. Ja. Oder auch nicht. Auch wenn du stirbst, Hauptsache ich gewinne. Oder machst es auch nicht und gibst den letzten Rocket aus. Greif mich doch schon an. Was soll ich dagegen machen? Ja, egal. Du musst du dann einfach ertragen, wenn du Elite-Form-Member bist. Versuche mich zu überzeugen, aber nicht versuchen, dein Leben zu retten, sodass ich noch mehr Karten an dich verschwende. Ich hab fertig. Darfst du. Ah, okay. Und werde Schaden fressen. Bedeutet, das hatte ich nur noch verdächtiger gemacht, Danny. Scheißegal. Ich bin doch jetzt so oder so gleich tot. Sehen wir ja jetzt. Nee, du musst ja zuerst Jorn machen. Ja, richtig. Aber der Static greift mich dann an. Sehen wir dann erstmal, welche Karten ich habe. Oh Mann, das ist halt irgendwie... Ach, warte, ich kann ja... Ich spiele Recover. Static? Ja. Hast du eine Diebeskarte? Okay, schade. Ich bin fertig. Du bist Danny. Ja, ich muss ja nichts spielen. Nein. Pebo, dein Plan ist nicht aufgegangen. Du musst jeweils. Es ist wie der erste Runde. Ich krieg meinen eigenen Elektroball in die Fresse. Den Elektroball kann ich ja nicht spielen, weil ich wurde ja ausgesetzt. Ach so, stimmt. Ja, aber dann bleibt sie bei dir liegen. Ja, ich hab gedacht, ich war gerade verkehrt, sorry. Okay, dann bin ich jetzt dran. Allen in Zug wird verschont von dem Mistding. Was macht denn Sinn? Was macht Sinn? Boah, das ist Protect schwierig. Protect the Attack Beast. Klau dir meine linke Karte. Meinst du? Ich finde das nicht so wichtig. Ja gut. Champion nicht, ne, finde ich. Ich komme doch eh an jeden ran, wenn Danny raus ist, theoretisch. Dann kann ich besser, nicht, dass ich alle angreifen kann. Nicht auf meinem Feld, in meiner Hand. Ach so. Oh, das ist jetzt aber gefährlich. Ja, das ist echt gefährlich. Ist sie besser als Dannys Armband? Nein. Nein. Okay. Jetzt ist es wieder eingeschlagen. So, wie kann man sich theoretisch auch den Elektroball nehmen? Muss ich loswerden.
Wer ist denn gefährlich? Sinn, oder? Ich weiß, alles macht nicht viel Sinn, Sinn, aber wenn jetzt zum Beispiel der Elektroball bei einem Safe, wenn die Form immer liegen würde, wäre es halt sicherer, den wegzunehmen. Um seinen Member, seinem Teammitglied zu retten. Schwierig, wenn ich ehrlich bin. Wer ist denn krass? Ich. Momentan habe ich das meiste Leben von den ganzen random Leuten. Aber er hat halt bestens. Ja, sorry, Sascha, ich kann nicht. Es geht einfach nicht. Ich bin dein Bro. Ich weiß. Ja, am Ende ist es nicht. Ballon wirft er weg. Hast du 5 Leben, gell? Fertig. Bist du fertig? Ja. Nee, ey, Jorn-Karte. Ach so. Halt, dann ist es die obere. Ja. Yay. Hat er. Und darf sogar spielen. Dann darf ich mir jetzt die nehmen und nochmal die hier. Dann drehen wir die mal um. Erstmal aus, alle wegwählen. Hat er schon. Hab ich schon. Okay, also die zweite Karte wäre keine Dings gewesen. Hier, von Mewtwo. Das hab ich nämlich jetzt vergessen. Oh, ja, stimmt. Das muss man öffentlich machen. Ja. Aber ich habe kein Herz gezogen. Mhm. Ich spiele Knockoff und nehme Danny die Karte weg. Oh. Yes! Er hat sie nicht getauscht! Warum sollte ich? Du hast vielleicht gerade deinem Team-Member eine gute Karte weggenommen. So, ich weiß doch nicht, was er ist. Ich weiß, aber ich sage nur vielleicht, dass du deinem Team-Member gerade das weggenommen. Aber wieso sollte sich ein Elite-Form-Member einen Schaden für alle nehmen und Ästhetik auch noch riskieren? Ja, weil Ästhetik macht ein Leben runter. Jetzt überleg mal, du und mit Mattis, ihr seid super low. Wenn ihr jetzt auf einem Leben seid, könnt ihr euch beide wegpratzeln einfach. Und eventuell einen Trainer und Team Rocket-Mitglied wecken. In der Theorie. In der Theorie hast du auch gerade einen bösen Schaden zugefügt. In der Theorie. Richtig. So. Ich lege noch gar keinen fest, deswegen. Jetzt so wie Ästhetik, direkt Sascha auf die safe Seite. Ich hab da sowieso keinen Überblick drüber. Sascha, ich hab Sascha gerade gejaunt, Alter. Ja, weil halt gefährlich wird. Fehler. Ja, das ist richtig. Jetzt langsam geht das Vertrauen flöten. Es war nie da, also alle sind bei mir. Ja, der hat doch den Elektro. Theoretisch. Erstmal muss ich eine Karte ziehen. Ja. Nein. Sorry. Ach, jetzt sorry. Ich wollte eigentlich vergrößern. Sag mal. Jetzt. Ja, dann bin ich fertig. Alles klar. Kann ich jetzt einfach ganz normal Karten ziehen? Ja. Das erste Mal irgendwie. Ja. Dann. Erstmal das hier ausspielen. End of a turn. Guten Apfel. Was? Nix. Ja. Ich check den Sinn des Games nicht. Jo. Zu gewinnen. Die anderen durchschauen. Der allerbeste sein. Keiner vor mir war. Damn. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Geil. Ich kenne nicht die Gefahr. Wir streifen Dorn durch das ganze Land. Warum ich? Fordere dich heraus. Okay, Pikachu, it's you. I choose you. Okay, jetzt weiter. Oh, shit. Die sehen sich gegenseitig aus. Aber da sind viele Attack-Karten raus. Ich weiß nicht mal, was er ist. Dünnen sich gegenseitig aus. Hast du 4 Leben wieder, Storm? Ja, ich hab mich recovered. Alter. So, und dann ziehe ich noch eine Karte. Und wenn das jetzt ein Peak ist, nein, ist ein Herz. Krieg ich eben ab. Nicht ein Herz? Ein Spade. Ein Spade. Weg. Ein Herz. Gut, dann hast du fertig. Ich geh gegenseitig aus, Bebo. Du bist doch hier die Ratte von allen. Du und jetzt Sascha, außer. Naja, natürlich. Junge, ich bin immer noch auf deiner Seite. So, ich setz aus. Ich bin dran. Was für eine Pizza bestelle ich mir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Thunfisch. Aber ja. Karotte.
Spaghetti. Ich, könnte dich eventuell eine Runde machen. Oder wie wäre es mit Vorteil? Eventuell, du kannst auch mit einer das, die habe ich nicht. Aber ich könnte dich halt mit dem Jorn, den ich gerade vom Friedhof genommen habe, nochmal ausgehen. Ist das ganz Pilze? Ja, aber wenn ich das geschafft habe, mach nee, ich aber die empfehlen, die ich auch genommen habe. Käse. Ist okay. Schinken, Salami-Schinken, Salami-Schinken, Hackfleisch. Mit extra Käse. Fertig, Storm? Und Knoblauch und Zwiebeln. Ob ich nochmal jemanden angreife? Ich kann ja nur Sascha und diesen. Dann bin ich fertig. Das ist. Hab ich gewonnen. Oh, die kommt jetzt die kommt auch weg, ne? Ja. Was mit mir? Wie kann man Karten denn drehen eigentlich? Achso, cool. Mit E und. Erstmal nicht pauschen. Und. Ich bin sofort wieder da, ich muss mal einmal ganz kurz in mein Portemonnaie gucken, ob ich genug Bargeld habe. Storm? Also vielleicht ein Protect? Wieso bin ich? Achso, ja, logisch. Okay, ja, ich hab Protect. Na dann machen wir Protect. Jetzt blicke ich langsam gar nichts mehr. Na, ich überlege, ob Danny jetzt gerafft hat, dass ich gesagt habe. Na, ist egal. Dann war's das. Ich weiß halt nach wie vor nicht, jeder könnte alles sein, ganz ehrlich. Ist halt echt so. Ich spiele gerade alles so random. Außer ich bin eigentlich zu obvious auf Elite 4. Ja, die war weg könnte. Nach einer Runde, oder? Nee, nee. Ja. Die geht immer durch, bis halt das einer explodiert. Okay. Jetzt geht's wieder bei zwei Leuten, die wieder sterben können davon. Ja. Alter, wie gesagt, ich vertraue da meinen Teammates, selbst wenn ich sterben sollte. Kotz jetzt langsam mal ab mit dem. Du hast dich gerade gespielt. Oh, plus 4 Range. Ja, ja. Das ist klar. 5 Range. Und so oft angreifen, wie du willst. Boah, soll ich töten, ey? Ich weiß nicht. Fuck. Also als Champion ist es halt relativ. Ja, wenn du halt dein Mitglied tötest. Ja! Ich bin gerade echt nicht so. Komm, go, Ham. Fertig. Oha, ja. End of turn! Storm, ein Upgrade für dich. Ja. Aber nur wenn es so liegen bleibt. Herz. Herz. Das heißt, es ist nicht normal, dann kann das Ding mal explodieren. Ja. So. Der Pokémon hat eine Karte ziehe ich. Die andere wird aufgedeckt. Auch wieder Herz. Also soll ich eine dritte Karte ziehen. Das war gerade Alter, mit dem Köter da draußen. Ja, was mache ich jetzt? Muss bis zu 3 Karten ablegen, ne? Ich weiß. Ich frage jetzt einfach mal ganz frech, Aesthetic, hast du noch eine Potion? Ne. Warte. Bum bum, würde ich sagen. Achso. Er hat sich selber. Okay, alles gut. Ich hab... Was denn? Er hatte eine Potion selber. Ich wollte eine Potion erbetteln, aber hab selber eine. Nice. Das ist clever. Ja, er wollte sie erbetteln, damit er 2 hat. Wie tut man denn pingen? Mit dem Ping? Beim Tool. Mit dem Ping-Tool. F5. Alter 4. Da sehe ich richtig, dass Mattes jetzt dran ist? Nee. Ich bin. Doch, ich muss ja noch. Entschuldigung. Eine Karte muss er noch raushauen. Ja, ich bin gerade dabei, Pizza zu bestellen. Ich kann gerade nicht so viel mit. Weg. Schade. Ich habe den weggemacht, damit ihr nicht dauernd damit spielt. Gut so. Ich weiß halt nicht, ob Nemesis gut ist. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Sascha. Keiner weiß, wer gut ist. Bestellst du eine Pizza eigentlich auch so, ja, moin, moin, lieber Pizzamann. Ja, oder ich gehe auch ganz einfach in die Pizza.de-App, wie meine Pizza aussieht. Er schreibt rein, moin, moin. Bei extra so, was du noch drauf haben willst. So, moin, moin. Nein, nimm okay. Ich hab plötzlich nur abgepackt. Ja, wetten, ich sterbe sowieso jetzt nächste Runde. Also, wo er nicht. Du musst erst den Paralysewurf. Erstmal den Jorn. Also, du musst Herz ziehen.
Erstmal Herz ziehen, so. Oh. Gott. Nein. Oh. Okay, dann bleibt das bei dir. Ja, Kiki. Okay. Oh. Gut. Alter, ey. Bin ich dran. Das Ding, das Please zieht kill sich me durch, now. Hm. Jetzt sage ich gleich noch Lust auf eine Runde PUBG. Komm, und dann noch überlegen, ja. Also ich würde mitmachen. Ich auch. Ich nicht. Jetzt kommt's ja. Hast du Bock darauf? Ja, aber ich nicht. Ich nehme mal die hier, Storm, ne? Ja. Ach, viel Spaß damit. Hm. Die habe ich übrigens schon seit Anfang an auf der Hand. Matthias, ich helfe dir gleich, ja? Was hätte ich jetzt gesagt? Nee, okay. Wirklich. Ich versuch's. Wenn ich die richtige Karte dafür bekomme. Bin mal gespannt, wie du mir helfen willst. Hm. Warum solltest du Mattes helfen vor allem? Optimal ist das jetzt nicht und es macht mich auch nicht trustworthier, aber ich spiele sie aus. Was ist das? Das ist die Karte, die wir Attack legen, sonst kriegst du Damage. Okay. Ist doch gut. Das sieht doch erstmal alles ganz gut aus soweit. Ja, sehr das gut. Ist, ja. Mattes, bei dir glaube ich sowieso noch, dass du böse bist, also alles cool. Ja, alles klar. Warum eigentlich? Junge, ich habe hier noch diverse Attack-Karten. Ich könnte dich jetzt platt machen. Ja, komm, mach mich platt. Ah, weiß ich noch nicht. Das Ding an Bring Display, das ist das schon. Warum wechselt Daddy sein, sein Mate zwischendurch? So. Gerade war es noch Storm. Mach es und find's heraus. Weil Storm diesmal nicht die ganze Zeit sagt von wegen, weil Storm letzte Runde mich getötet hat. Das, ich hab dich töten. Aber gerade wart ihr noch Buddies. Nicht angreifen. Ja, außerdem hat sich der Trainer getötet. Mach Danny getötet. Weg, Danny ist voller Random-Faktor, den kann ich nicht lesen so richtig. Weil einfach, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, warum. Sagen wir mal so. Ich hab einen Befehl bekommen, Danny, du bist angegriffen. Oh, nicht schon wieder. Du kannst aber die Protection nehmen. Nein, ein Fehl. Ja, Danny muss klarer spielen, was soll ich ihm sagen? Der diskutiert erstmal, wenn ich ihn nach seiner Rolle frage. Das ist halt... Ja, ich brauche die First Impression von ihm. Was sollte man dir sagen? Die fucking First Impression. Du sagst einfach mit Überzeugung, Elite-Member. Oder du sagst, ja, Elite-Member. Da hätte ich eine klare Antwort gehabt. Verstehst du? Also nächstes Mal sagst du, ja, Elite-Member. Aber du hast halt rumgedruckst, was dich eigentlich verdächtig macht, aber bei deinem Charakter schwer zu deuten ist. So. Bin ich jetzt sonst schon? Schnauzeköter. Da draußen im Hof, ey. Dann Achso, gehst du noch Teams ein mit Storm und jetzt auf einmal mit Mattes. Okay. Oh, die neue Karte. GG. Aber ich bin mal einmal schnell wohin. Okay, Storm, du kannst noch eine Karte. Aber macht ruhig weiter, ich höre euch. Jo. Ja, ja. Ich muss auch schon die ganze Zeit pinkeln und ich stehe auch nicht auf. Ah, ich bin fertig. Bist du fertig? Ja, ja. Ich bin halt hier auf dem Feld gerade die allerwenigste Gefahr. Ich hab halt nichts. Jetzt macht er sich klein, Alter. Wer bist du? Nee, guck ja, ich habe kein Add und nichts. Ist ja egal. Denn ich kann es wenigstens beschützen. Oh. Du hast ihn tatsächlich gerettet. Ja. Das ist nice. Ich bin wegen nichts mal nett. Jetzt kommt's hier Team jetzt Flame tötet Mattes, so. Jetzt tötet Mattes Danny. Das wäre so lustig. So, fertig, Danny? Hast du vielleicht doch ein Ding Protect? Ja, habe ich. Weil sonst bin ich entweder tot, also ich kann mich selbst töten, oder ich muss halt Aesthetic fangen wegen Protect. Ich kann's mich nicht mal angreifen. Ja, ich kann nicht mal den angreifen. Ja, ich hab ein Protect. Oh Mann, ey. Alle meine Protection-Karten. Alle meine Protection. Kannst du dich nicht. Das ist irgendwie bisher die netteste Runde, die wir jemals gespielt haben. Voll lame. Ich halte mich halt auch hart zurück, weil ich absolut nicht weiß, wenn ich angreifen soll. Ich hab Let's Battle. Achso. Hättest du gegen Sascha einsetzen können. Er hätte sich sofort getötet. Ja. Wieso? Ich hab gar keine Reichweite zu Sascha. Let's Battle geht aber auch. Das gesamte Feld. Ehrlich? Ja. Let's Battle kannst du auf jeden anwenden. Storm! Weil du hättest aber auch Mattes töten können, ja, was ist. Hast du noch eine Protection-Karte? Warum soll ich dir jetzt umgehen? Nein. Alle meine Protection-Karten werden immer von Danny aufgebraucht. Ist voll kacke. Oha.
Ja, ich hab halt keine. Er hat halt leider keine Protection-Karte, ne? Du kannst jeden angreifen! Du tötest mich wirklich? Du kannst jeden angreifen, Aesthetic! What the fuck? Okay, ich bin raus. War das das Erdbeben? Ja, ich bin auch raus. Ja, okay. Dann gucken wir mal, ich wollte das Spiel ein bisschen schneller machen. Raus. Oh! Beide Team Rocket Man war. Ja, gewonnen, du. Ja, ihr habt gewonnen. So obvious. GG. Könnt gerne noch weiterspielen, aber. Team Rocket ist schon mal weg. Ja, wir haben jetzt gerade aufgedeckt. Warum habt ihr das so, aufgedeckt? Ihr habt alle aufgedeckt, gut. Der Trainer muss. Weil, nee, das ist wirklich so. Wenn zuerst Team Rocket von denen gekillt wird, glaube ich, haben die gewonnen. Ich hätte eh alle Karten bekommen. Ja, aber der Trainer muss doch. Oh, der weiß, dass du gekillt hättest hier. Geil! Du kannst auch haben. Und sagst, geil! Du musst nur Team Rocket besiegen und danach bin ich fertig mit dem Spiel. Ja, du musst erstmal Team Rocket rausfinden. Ja, aber das wird ja von den Originalregeln übertragen. Und danach musst du natürlich gegen die Elite vorkämpfen. Aber du musst ja überlegen, dass die Originalregeln übertragen werden. Hallo. Hallo. Hallöchen. Also, es war nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Also, dass er am Ende noch Mattis geholfen hat, hat mich ein bisschen verwirrt. Sonst wäre klar, die beiden waren auf jeden Fall für mich safe. Echt? Ich war für dich? Ja, du warst auf jeden Fall. Im Prinzip. Ja, Danny hat dir ständig zugespielt, weil Danny, weil Danny geglaubt hat, du bist das. Aber ich habe tatsächlich Danny nicht mal als Team Rocket gesehen. Naja. Warum legen wir es überhaupt zusammen? Wir schließen das Spiel doch eh gleich einfach. Habe ich wie immer gewonnen? Sehe ich das richtig? Also wir spielen jetzt PUBG? Erstmal gehe ich jetzt essen. Ich glaube, ich mache auch erstmal eine Futterpause. Beziehungsweise eigentlich können wir eine Runde spielen, bis mein Essen kommt. Und wenn die dann währenddessen kommt? Dann hast du ein Publikum. Kurz weg und bin auf K. Sag mal. Also wir tun jetzt wieder ein Mongo. Spiel. Gib alles her! Kein Pikachu. Ja. Es gibt kein Pikachu. Nein! Okay. Dann, liebe Leute, hätte ich vielleicht ein bisschen früher Schluss machen sollen. Tut mir leid, dass es lang gedauert hat. 50 Minuten. Ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen schneller. Tatsächlich wusste ich nicht zu 100%, oh, cool, dass Storm der Böse ist. Bei Danny, wie gesagt, Danny ist immer so ein bisschen komisch. Da weiß man nie, ob das jetzt Unsicherheit bei ihm ist. Aber ich habe gehofft, die am Anfang mit der Frage raushören zu können. Aber er hat ja dann irgendwie diskutiert, was ihn nicht obviously Dings gemacht hat, aber ein bisschen. Also es ging in Richtung böse, aber es war mir nicht sicher, dass er halt böse ist. Ja. Und Storm, wie gesagt, war, habe ich kurzzeitig zwischendurch schon mal gedacht und dann hat Danny ihm noch zugespielt und wollte ich Danny eigentlich nur killen und gucken, ob er böse ist und dann hätte ich Storm danach platt gemacht. Aber ich habe es dann einfach so geregelt, indem ich einfach alle vom Tisch gefegt habe und gehofft habe, dass die beiden, die mir sonst noch gut zugespielt haben, nämlich Bevo und Sascha, dass die beiden, dass eine der Gute dann, dass sie sich gegenseitig killen und ich mache dann den Rest platt. So ungefähr. Weil einer war da gut und einer war böse von denen. So viel war mir einigermaßen sicher. Naja, war vielleicht nicht die beste Taktik, aber es war die, um das Spiel rechtzeitig zu beenden, weil 50 Minuten, das hätte jetzt, wenn ich das nicht gemacht hätte, noch ganz schön lange gehen können. Sind wir uns einig, oder? Ja, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann spielen. Vielleicht ja mal Secret Hitler oder so. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr wollt. Tschüssi.